Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ich wollte einfach mal so ein bisschen erzählen, was so die letzte Zeit passiert ist. Wir haben zum Beispiel einen neuen YouTube-Kanal, der aus besonderen Umständen entstand. Und ich dachte, ich erzähle einfach mal so ein bisschen. Ich habe noch keine Ahnung, was das wird. Also von daher total spannend. Bleibt dran. Ah, du bist noch dabei. Wie schön. Also, wie du siehst, es gibt einen neuen Kanal, Augen auf Himmel-Analyse. Dort werden jetzt die neuen Himmelsvideos landen. Wie kam das? Es ist ein bisschen komplizierter. Ich gehe mal dafür auf unsere Webseite und da gibt es den unter eigener Sache, kennst du die? Sonst hier augenaufmedienanalyse.de. Da gibt es unter eigener Sache den Artikel von YouTube zensierte Videos. Den mache ich mal auf. Denn da ist vor 2 Wochen ungefähr, muss mal gucken, wann das genau war, wieder ein Strike dazugekommen. Das heißt, das war der 2. Strike. Der 1. war noch von Wer ist Bill Gates offen, ist jetzt aber gerade die Tage abgelaufen. Und der 2. war Ude Bergners Rede im Thüringer Landtag. Ist dann natürlich auf Udes hier noch verfügbar. Ich tue den Link mit in die Videobeschreibung. Naja, also dieses Video ist entfernt worden und die Beschwerde von wegen öffentlicher Rede und so weiter ist auch abgelehnt worden und von daher konnte ich dann eigentlich 2 Wochen lang keine Videos hochladen. Und ich hatte aber ein neues Himmelsvideo gemacht und es gelang mir tatsächlich einen neuen Kanal aufzumachen und es da dann hochzuladen. Das ist das hier. Das Ding ist, dass dadurch, dass Bill Gates die Sperre von Bill Gates ablief, also 90 Tage um waren, wurde dann am nächsten Tag tatsächlich YouTube direkt wieder freigeschaltet. Das heißt, hier hätte ich noch ein paar Stunden gewartet, dann wäre dieser neue Kanal gar nicht nötig gewesen. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Geschichte, die Himmelsvideos von den anderen zu trennen. Und deswegen werde ich den jetzt beibehalten. Nun hat er aber erst 3 Abonnenten und ich freue mich natürlich, wenn jemand Lust hat, dass der das auch mitkriegt. Und deswegen unter anderem auch dieses Video hier, um auf den neuen Kanal Augen auf Himmel-Analyse aufmerksam zu machen. Wenn du die Videos auch so magst wie ich mag die ja total gerne sehen, dann ist das ein Angebot, was du wahrnehmen kannst. Auch den Link packe ich mit in die Videobeschreibung. Aber wo wir gerade dabei sind, was gibt es denn noch so Neues? Auf der Webseite gibt es 2 neue Artikel. Der eine ist Merkel plädiert, nee Quatsch, Merkel 2019, es geht um die neue Weltordnung. Mit so ein bisschen, was Merkel 2019 in einem T-Online-Interview erzählt hat und die Interpretation dessen kombiniert noch mit was Merkel beim Evangelischen Kirchentag 2011 gesagt hat und noch ein paar Links. Und der andere Artikel, der Inhalt wurde auf Telegram geteilt, die Autorin ist anonym. Und ich hielt das für eine ganz gute Sache, das mal auf die Webseite zu kopieren. Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, das war's schon. Natürlich alles abonnieren, was wir so auf den Markt werfen. Und ich drück dich und wir sehen uns. Weitermachen.